Liebe Freunde, wir müssen ein bisschen leise sprechen, denn es ist wieder Zeit für eine grandiose Idee, wirklich. Es ist, wir treffen uns selber. Ganz kurze Story, der Ado, unser guter Freund Ado, ist gerade im Stockwerk über uns. Ja. Der kommt hier regelmäßig zu Besuch. Dann haben wir gedacht, yo, der denkt auf keinen Fall daran, dass wir den potenziell pranken können. Und deswegen haben wir uns folgenden Prank überlegt. Freunde, der Ado kommt halt immer mit seinem Auto hierher und der parkt immer in so einem Parkhaus. Wir haben überlegt, dass André, der chillt ja gerade oben mit dem, der versucht auf jeden Fall diesen Schlüssel irgendwie zu klauen von dem. Keine Ahnung, wo. Ja, aus der Tasche oder so. Ich zum Beispiel würde mein Schlüssel, den lege ich niemals irgendwo anders hin. Der ist immer in meiner Tasche. Aber könnte ja sein, dass der den irgendwo hinlegt. Und dann kann André den klauen, muss hier runter, uns den geben. Dann gehen wir zum Parkhaus, parken das Auto um. Und dann kommen wir wieder zurück und geben André diesen Schlüssel und zurück. Und wenn er dann nach Hause will, dann ist dieses Auto einfach weg. Ja, genau. Und André, die sagen dann ja so, ja okay, ich gehe jetzt oder so. Und André schreibt uns vorher. Und wir rennen dann schnell zum Parkhaus. Genau. Und warten da schon mit der Kamera. Also Leute, genug geredet. Wir schauen mal, ob das Ganze klappt. Wir warten jetzt auf André, bis der hier runterkommt. Das ist mit dem Schlüssel organisiert. Ja, bis gleich. Gute Frage, Alter. Word ja, guck mal nach Word. Oder schreib auf Handy. Ja. Willst du was trinken oder soll ich was trinken noch? Kannst du einen Tee machen, Alter? Einen Tee? Hast du einen Tee? Oh, da nur heißes Wasser, wie du auch. Wahnsinn. Ja, okay, ich bring gleich mit. Ja? Okay, Freunde, ich hab den Schlüssel. Jetzt müssen wir schnell sein. Jo, spielt ihr oder was? Ich hab den Schlüssel. Ja. Einfach an diese Tasche. Oben, der ist ja oben. Hat er seine Jacke da hinten? Nein, da hat er so einen Beutel. Jo, jetzt geht's los. Also wie machen wir das jetzt? Ist ja oben. Ja. Ich hab gesagt, ich hole was zu trinken. Okay, Freunde, ich gehe jetzt wieder hoch und beschäftige Ado. Er ist ja heute hier, um eine Studio-Session zu machen. Oh fuck. Ich brauche den Schlüssel ja wieder. Ihr müsst ihn mir wiedergeben. Ja, wir kommen ja zurück. Ja, ich brauche den dann wieder. Ja, ja, ich muss den ja wieder reintun. Und dann sagst du irgendwas wie, ja, ich geh aufs Klo oder so. Ja, ja, ja. Schreib dann. Ja, Freunde, ihr habt schon gecheckt. Ist geil. Okay, Freunde. Wir sind hier. Alter, das wird dumm, ist ich. Ja, wir müssen uns warten. Wo ist der? Ey, was ist denn, wenn der seinen Schlüssel ja sucht? Ja, sagt André einfach, weiß ich nicht. Ah, ist das? Warte. Vielleicht ist das auch anderes Parkdeck. Ist das? Jo, Alter, das wird zu krass. So, und jetzt? Fahren wir das weg. Jo, wo fahren wir das hin? Wollen wir das wegfahren oder ein anderes Ding? Ja, da sucht er ja vielleicht. Oder nach ganz oben oder so. Irgendwo am Rande von einer anderen Etage. Los, schnell. Ja, eigentlich müssten wir noch eine. Ja, fahr noch eine. Kommen wir hier hoch? Oder geht's da runter? Doch, geht's hoch. Ja? Ja. Alles? Ja, jo, perfekt. Ey, wie geil. Und jetzt da irgendwo noch ganz hinten. Ja, dahinter. Da. Ja, genau. Ey, das findet er niemals. Okay, Freunde, wir gehen jetzt so schnell es geht zurück, geben André diesen Schlüssel und dann holen wir Kameras und kommen hier wieder her und filmen das Ganze. Ja, schnell. Jo. Jo, ist alles perfekt. Hat Ado irgendwas gemerkt? Nee. Ja, wir haben den jetzt umgeparkt. Der ist jetzt, ganz oben in diesem Parkhaus. Okay. Wir müssen jetzt. Ich tue den wieder rein. Ja. Und dann musst du. Dann kurz bevor er halt geht, musst du uns schreiben. Genau, ich schreibe euch 10 Minuten vorher. Oder ja, dann gehen wir dann los. Geht ihr schon ja, genau. Ja, okay. Ja. Er guckt auf Handy, ne? Ja. Hey, was ist? Wo ist er? Hey, der ist weggegangen! Warte, ich packe ihn hier.
Hä, hey, was macht der Mann? Wo ist der? Ist hochgegangen. Ja, versteck dich schnell. Ja, Bruder, was soll ich denn machen? Ich hab doch sicher schön den Wagen gepackt. Alter, Kamera ist draufgegangen. Wo ist denn mein Mann? Junge, das hat ein Nachspiel. Ich hätte die richtig ficken.